Luftwaffe kommen, ihm dabei einen Kopfschutz geben oder nicht. Oder was auch immer. Ich bin mal ganz schnell auf dem Locus. Bis gleich. So wieder. Was ist denn mit dem falsch? Ja, stell ihn mal ein bisschen in die ruhige Ecke. Boah, scheiße, egal. Ja, weg. Nennt man die Dinger mit den vier Reifen, ja. Das ist so laut, erstens. So, Zaros müssen wir. Ja, ich hab das, hat er schon nochmal irgendwas geschrieben, dem, oder? Ich hab das übrigens gerade mit dem Kopfschutz wirklich geschrieben. Konnte ich mir gerade nicht verkneifen. Nein. Hab noch nach Anweisungen für den gefragt, der da aufschlagen soll, weißt du? Ja. Voll die professionellen Geiselnehmer, yo. Jo, echt? Ja. Jo. Ich kann jetzt wieder nicht. Ah! Ich kann wieder keinen Nightwischen aussetzen. LOL, Este ist oben. Gibt's den auch noch? Wo oben? Eingangshalle. Ein Polizist kommt nur zur Tanke. Okay. Kommt also nur zur Tanke. Mit Vollbewaffnung offenbar. Okay, gut. Kein Problem damit. Ah, ein Polizist kommt zur Tanke. Du steckst dir aber einen Rucksack schön. Ja, das sowieso. Aber sowas mit hier schreiben und so hat der auch nicht so ganz, kann das sein? Nicht wirklich, nein, Kotwan. Kotwan. Nein, COD-Wan. Nein, Kotwan. Ja. Die Diskussion hatte ich mit ihm schon. So. Okay, wir haben verstanden und eine. Schreib ihm, dass die Geisel dann aber auch dort vor Ort sein wird. Ja. Ja, es ist ja noch ein schlimmer Grammatikverweigerer als andere Leute. Brauchst du mir nicht zu erzählen, ja? Ja. Erinnere dich an deine geilen Wortschöpfungen heute Mittag, ja? Das nennt man Neologismus und das ist erlaubt im deutschen Sprachgebrauch. Angeblich. Siehst du mal, dann sage ich jetzt auch hier immer wie. Das ist eine neue Satzstellung, die ist in Deutschland erlaubt. Das ist keine neue Satzstellung, das ist ein falsches Wort. Ja, das, was du gemacht hast, ebenfalls. Nee, das ist ein Wort, das es so noch nicht gibt. Ja, das ist nicht ja. Falsch in den Satz eingebaut, das ist völlig frei erfunden und deswegen ist es ja, ein Kunstgriff. Ja, natürlich. Ja, kannst du nachlesen. Nachlesen, ja. Ja, ne, wo wir da gerade bei falschen Wörtern sind. 100 Meters front. Ist mit ihm falsch? Keine Ahnung. Bleib hier auf meiner Spur mit rechts. Cool ist das. Ich zieh mal kurz nach links. Nee, hör auf. Alter, die sind so, ich bin gleich tot. Ja, komm, latsch auf die Bremse, Alter. Ohne Witze, latsch auf die Bremse. So wie der Typ desynkt, Alter. Also bei mir desynkt er überhaupt nicht, aber. Doch. Ne, der desynkt auch nicht bei mir, aber.
so ein McNail im Auto, du weißt ja, das ist eine große Gefahr für Leibniz. Das Problem bei ihm, der kann 50 Meter vor dir auf der Straße einmal stehen bleiben und sich dann 10 Meter, 50 Meter nach hinten porten. Das ist mehr als einmal schon passiert. Jo, könnt ihr mir vielleicht mal den Schlüssel geben, damit ich auch was sehe, weil jetzt habe ich... Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ich sehe auch gerade alles schwarz. Ja, gut, dann halten wir ja an, wo Licht ist. Nee, du musst nur die Tür aufmachen. Nee, das geht nicht mehr. Natürlich geht das. Kannst jetzt nicht mal als Beifahrer, das Ding geht nicht. Doch, ich kann es aufsetzen. Nur zum Anmachen muss ich aussteigen. Ja, eben, deswegen ist das voll behindert. Kacke, ey. Das ist so eine Kacke, ey, aber echt mal, aber so was von Kacke, ey. Ja, aber ist aber echt so. Ich habe eine Sicherheitsweste. Will die wer von euch haben, wer da jetzt die Übergabe macht oder soll ich? Ja, leg's den Hunter. Ja, kannst du tun, wenn du es machen willst. Ja, nee, ich meine, du kannst die Übergabe machen, wenn du Lust hast. Ja. Will wer die MX machen, die ich im Rucksack trage? Pack dir einfach einen Hunter. Warte, ich mach offen. Warum hast du überhaupt so ein Equipment bei? Okay. Spotter. Was? Ich ja. Spotter sein, ich doch. An MXM ist eine Spotterwaffe. Ja, aber die Weste. Ja, die habe ich von gestern noch. Da hatten wir gestern einen Einsatz und ich sollte rausgeholt werden und dann sind wir alle danach irgendwie offline gegangen. Weiß ich ja Bescheid. Bastian Stone. Also Eric Marshall wurde von Dale Barbara getötet. Also die MXM liegt jetzt in der Dings und ja, das ist ja krass, ne? Kommt heute irgendwas Gutes im Fernsehen? Nee, kommt nie was Gutes im Fernsehen. Doch, gestern, aber das... wurde auch gestreamt. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Mahlzeit. Redfield. Okay. Schön. Okay. Gut. Geh ich mal mit meinem Full Armor da hin, ne? Also, und besser. Geht ab, Geldfield. Alles gut. Geldfield. Alles gut. Könnte man auch Richfield sagen, ne? An der Tanke, wo wir jetzt hinfahren, da wollten mich mal, also mich und meine Kollegen, 25 Leute überfallen. Was? 25. Das war komplett AR und komplett GD, zusammen vereint. Und irgendwann haben die halt gecheckt, Safe Zone, ja, scheiße. Ja, wir fahren dann wieder, tschüss, ne? Ach, nee, Alter, war das Feuergefecht mit den Cops? Nee, wo Azuma und ich im... Ich glaube, das an der Tanke. Da sind Azuma und ich im Strider noch hingefahren. Dann wurde Azuma weggeholzt und ich dann danach kurz danach auch. Da war ich noch Rekrut. Nicht, dass da Cops waren, aber da waren halt so irgendwie halb los Zetas war da, komplett KD, komplett AR, da waren irgendwie ja. So 40 Leute allein an der Tanke. Das haben wir aber nicht gecheckt damals mit dem Strider, das war das Geile. Wir fuhren dorthin, sahen da zwei Leute stehen, die andere standen direkt vor der Tanke, Alter. Azuma steigt da aus, ne, und auf einmal siehst du nur noch überall von der Tanke, überall wie Leute weglaufen. Ich auch. Ohne Shit, Alter, die hatten die halbe Stadt besetzt. In jedem Haus waren die. So, Levi, kennst du eine gute Position, wo man Sicht auf die Tanke hat? Nee, nicht wirklich. Was macht ihr schon ist wieder? Schwer. Geiselnahme. Was? Geiselnahme? Mhm. Willst du einfach mal hier aussteigen, Levi, und dann... Ja, ich versuch's mal. Mal schauen, ob du vielleicht irgendwas im Wald hinkriegst. Aber da ist doch ein ATM, oder? Ja. Das ist ein ATM. Gut. Heb's mal kurz bei dir dann ab, dann kriegst du das nachher von mir zurück. Ja, du, das Geld habe ich. Ich habe jetzt mittlerweile 8,3 Millionen auf dem Konto. Also. Ja, aber Geiselnahmen werden sozusagen aus der Staatskasse bezahlt. Ja, sehr gut. Ach, überall Bäume, ich sehe nichts. Ja, ich sehe hier noch viel weniger, Alter. Hier liegen überall Steine in der Stadt. Da kommt ein Heli mit einem Fahrzeug. Hier jemand, was will der? Heli mit. Unknown Contact, 600 Meter. Heli mit Fahrzeug oben dran. Ich war gemütlich, kann mir das jemand sagen? Ja, der fliegt aber nur vorbei. Ich glaube nicht, dass der was damit zu tun hat. Du siehst hier gar nichts.
Ja, du hast ein Nachtsichtgerät, passt schon. Das meine ich nicht, weil hier sind arg voll Bäume im Weg, das ist das Problem. Du bist der Levi, du kannst alles. Eben. Oh, Kacke. Levi macht's okay, möglich. Dann halte ich an, obwohl, setz mich da einfach ab. Ja. Damit sie sehen, dass wenigstens einer da ist. Okay. Seid ihr mit dem Heli unterwegs? Nö. Was halten ihr eigentlich? Moonwalk. Taros. Arsch der Heide, Alter. Ding, 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 ding.